Hallo, liebe Leute, und es geht weiter mit Remember Me und unserem gewaltigen Eingang hier, ja, in den Kern des Memorize, nicht Projekts, Memorize, Gebäudes oder wie auch immer, Konzerns. Und ich bin mal gespannt, was so passieren wird. Oha, das sieht ja schon mal heftig aus. Sensen, Nilin? Was? Ich lese jetzt schon da was sehr Heftiges. Oh, möchte ich das überhaupt wissen? Naja, wir springen runter. Oder nicht ganz, wir klettern wieder. Wer weiß, was mit Nilin hier gemacht wurde. Mein kleines Schlauchchen, bitte lass mich arbeiten. Komm, Papa. Spiel mit uns. Okay. Aber nur kurz. Wer ist das? Diese Stimmen? Dein Vater. Er behielt viele deiner Kindheitserinnerungen für sich. Das ist ekelhaft. Genie und Verzweiflung. Eine gefährliche Mischung. Aber es ist ein Fehler, deiner Familie den Rücken zu kehren. Ich helfe dir, Schatz. Meine Erfindung lässt dich alle schlimmen Erfahrungen vergessen. Morgen habe ich Geburtstag. Wirklich? Was wünschst du dir bloß? Jax? Einen Jax? Oh nein, ich bin aus Versehen weggesprungen. Oh Mann, war das blöd. Oh, es tut mir so leid. Oh, es ist für mich noch viel blöder als für euch. Muss ich jetzt nochmal den ganzen Weg gehen? Nein. Warum hat sie sich denn da nicht... Genau, ich wollte mich so fallen lassen. Stattdessen ist sie so doof runtergesprungen. Ah, ich darf aber hier nicht runterfallen. Okay. Jetzt aber. Ich sehe nur blasse Fragmente meines Lebens. Lautlos, fade, dumpf und tot. Mach das Familienalbum später fertig. Charles ist in der Nähe. Du hast es fast geschafft, Schwester. Der Albtraum ist fast vorbei. Sicher. Was ist das? Mein Vater. Seine Arbeit ist sein Leben. Und ich soll ihn überzeugen, es zu zerstören? Seine Arbeit war der einzige Weg, das Leben zu retten, das er so sehr liebte. Was meinst du? Schau dich um. Schmerzliche Erinnerungen zu löschen. Einen Autounfall zu vergessen. Mein Gott, er tat all das für mich. Und du bist der einzige Mensch auf der Welt, der ihn überzeugen kann, es zu Ende zu bringen. Ich kann alles. Alle wieder hinkriegen. Ich brauche nur etwas mehr Zeit. Nur etwas mehr Zeit. Nun soll er seine eigene Medizin schmecken. Oh, ich will das nicht tun. Ich will das nicht tun. Warum redet sie nicht vorher mit ihm? Warum redet sie nicht einfach gerade mit ihm? Ich verstehe es nicht. Sie könnte ihn doch vielleicht noch beeinflussen oder so. Warum will sie seine Erinnerungen remixen?
Charles Erinnerung. 20,3 Jahre zuvor. Der erste Remix. Papa, kommt Mami bald heim? Sehr bald, mein kleines Schlauchchen. Mami mag Jax nicht mehr, weil er böse war. Schön ruhig. Ich mache alles wieder gut. Mamis Bein heilt nicht mehr, es ist zu spät. Oh, das kriegen wir auch noch hin. Aber jetzt helfe ich erstmal meiner Kleinen. Na, wie fühlst du dich? Meinst du, Mami hasst Jax? Nein. Warum? Hat er was Böses gemacht? Nein. Nein, hat er nicht. Nur geh wieder spielen, ab mit dir. Okay. Daddy hat zu tun. Hab dich lieb, Papa. Ich habe Silla. Ein Heilmittel gegen das Elend. Damit lindere ich deinen Schmerz. Und wir werden wieder glücklich. Und dann... befreie ich die ganze Welt vom Schmerz. Bringen Sie Charles dazu, Nillin zu töten. Oh Gott. Ich will nicht. Wer sollte sowas wollen? Ja, ich weiß auch nicht. Was, wie kann ich jetzt hier zurückspulen? Ach so. Das war nur die? Okay. So, ich habe die falschen Tasten gedrückt. Ja, was muss ich jetzt machen? Warum sollte ich das tun? Vor allem gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, auch in diesen Remixen. Ein kleines Schlauchchen. Und ich hoffe immer, dass ich das Richtige tue. Ich mache zwar immer das, was ich tun soll, es gibt aber auch Möglichkeiten, dass alles immer gut läuft. Und ich will immer so das Beste eigentlich haben. Nicht das Schlimmste. Nee, das ist viel zu weit vor schon. Ich will eigentlich noch weiter zurück. Ach, ich kann aber gar nicht weiter, okay. Kommt Mami bald heim? Sehr bald. Mami, gut, dann suche ich mal. Auch wenn ich nicht will. Ich will das alles hier nicht. Ich finde das alles voll schlimm. Ist natürlich auch echt kacke, dass sie so als erste remixed wurde. Das... So, da ist ja wohl was. Nillins Erinnerung. Auch wieder 20,3 Jahre zuvor. Der Unfall. Den kennen wir schon. Ich bin mal gespannt. Ist alles in Ordnung?
Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mamere Ferik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über Hallo, die Memorial-Therapie zu lesen? Einkaufen mit Mami. Hallo, mein kleines Schlauchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Kannst du auf den Händen Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Gedächtnis steuern. Wenn ich das Reden wir morgen könnte. Drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Wir könnten was zu essen mitnehmen. Ich wunderte mich, warum es so ruhig war. Ich sollte dich bestrafen, meine Liebe, aber ihr beiden seid so süß zusammen. Lösen Sie einen Erinnerungsfehler aus. Oha, okay. Wie weit muss ich zurück? Da. Aha, da ist schon mal was. Da auch. Da muss ich aber, glaube ich, einen weiter jetzt zurück. Ja, ist okay, es wird abgebrochen, damit ich das hier kurz noch machen kann. So, der Becherhalter. Dann der Gurt. Und nun? Ist Ordnung? Du solltest seit Stunden zu Hause. Sie bauen, Referik. Ich muss deinen Ober. Wo ist der Fehler? Da. Ja, Jax, du bist der Beste! Hast du Jax gefunden? Hast du Jax gefunden? Jax gefunden? Jax! Ja, und nächstes Jahr organisieren. Ich suche. Wo ist der Erinnerungsfehler? Da. Da ist doch irgendwas gewesen, oder? Habe ich mich getäuscht? Doch, da ist doch was. Noch ein bisschen vielleicht zurück. Dass die Kunden deine Idee gut finden. Es macht immer dieses Geräusch. Da. Also wusste ich's doch. Frontscheibe zerbrechen. Ist das jetzt richtig? Der ist kaputt. Er bewegt sich nicht mehr. Ich kümmere mich um ihn, sobald wir zu Hause sind. Versprochen. Was war da jetzt noch? Neu starten. Ist Jax für immer kaputt? Siehst du? Dein Roboter repariert sich selbst. Ist das jetzt richtig? Und wieder etwas, was ich noch machen kann mit Jax? Na komm. Steckdose kurz schließen. Was zum? Oh! Jax! Nelin, hör auf. Das ist gefährlich.
Was habe ich getan? Nellen! Nellen! Mein kleiner Schatz. Ich war nicht begabt, nur eine gute Schülerin. Du warst ein Experiment, Nellen. Mach ihn fertig. Tu es. Oh, Edge. Welch tragische Verschwendung. Stopp. Oh, ich verstehe. Du hast den Remixer neu gemixt. Das ist sehr clever. Du musst alles stoppen, Papa. Die Experimente, den Missbrauch, die Lügen. Die ganze Welt stirbt an zu viel Amnesie und falschen Erinnerungen. Das Grauen, das ich fand. Es schien so perfekt. Eine solche edle Idee. Nein, Charles. Das war von Anfang an eine schlechte Idee. Du hast deine eigene Tochter als Versuchskaninchen benutzt. Und deine Frau auch, wenn ich es zugelassen hätte. Du hast mir nie verziehen. Warum bist du heute hier? Weil ich dich geliebt habe. Und weil du immer noch ein Genie bist. Es tobt ein Bürgerkrieg, Charles. Hass. Angst. Unruhen. Leid. Alles, was du beenden wolltest. Wir sind schuld, Charles. Und es muss aufhören. Wir sind fast da. Wir müssen den Fluss an der Quelle unterbrechen. H3O abstellen. Das Sicherheitssystem ist unknackbar. Es sei denn... Es ist Zeit. Es sei denn, wir genehmigen den Zugang. Gemeinsam. Und voilà! Deshalb wolltest du, dass ich sie remixe. Nur sie konnten Zugriff zum zentralen Server gewähren. So, Schwester, nun musst du den Job beenden. Zugangsprotokoll H3O. Stimmerkennung. Bereit. Memorize. Hominis Evolutio. Seiler, Charles, Identität bestätigt. Zugang zu Memorial Server frei. Du bist eine bessere, stärkere Cartier Wells als dein Vater und ich. Ich bin stolz auf dich, meine Tochter. Hier, für dich.
Ich brauche dein Gedächtnis nicht mehr. Als du noch klein warst, kamst du mich oft besuchen. Mit diesen Erinnerungen findest du deinen Weg. Danke, Papa. Bitte, mein kleines Schlauchen. Wir warten hier auf dich. Gleich wird H3O abgeschaltet. Du hast es geschafft, Schwester. An einem Tag gelang dir, was die Terroristen in 10 Jahren nicht geschafft haben. Aber Verbrecher sind wir dennoch. Bei deinen Verbindungen solltest du dir keine Sorgen machen. Ich werde dich also endlich treffen? Ja. Folge der Reminiszene, die dir dein Vater gab, dann ist alles vorbei. Wie kann ich H3O denn abschalten? Wie auch jede andere Maschine. Edge! 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 Ja, das war jetzt eine sehr lange Sequenz. Eine verdammt spannende Sequenz. Ich muss sagen, ich bin richtig emotional berührt worden gerade eben. So seit dem Erinnerungsremixen hatte ich echt Angst, dass er jetzt denkt, sie ist für immer tot. Und ich denke, scheiße, habe ich was falsch gemacht? Habe ich es noch schlimmer gemacht? Und dann treffen sie sich doch alle wieder und es sieht eigentlich gerade so gut aus, aber ich traue dem Edge einfach nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, er will sie die ganze Zeit in eine Falle locken. Und ich will nicht, dass ihr was passiert, jetzt wo gerade ihre Eltern zusammen wieder gerade da sind. Und wissen, sie ist da, ist es so, als ob sie auch irgendwo hinschicken, wo ihr was passiert. Und ich habe verdammt Schiss und ich bin ganz doll gespannt und ganz emotional gerade irgendwie. Ich bin so, Gott, oh Gott. Ja, es ist ein fantastischer Moment, aber leider auch ein Moment, wo ich einen Cut machen muss, denn der Part wird sonst zu lang. Das heißt, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, wie lange das Spiel überhaupt noch geht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Also, bis dann.